Okay, es soll heute mal um etwas gehen, was ich ein bisschen in Verbindung mit dem I Ching bringen will. Das I Ching, das Buch der Wandlungen, hat mich schon vor langer Zeit fasziniert und deswegen will ich hier auch mal was dazu sagen. Da haben wir ein paar Buchempfehlungen. Hier Rauch ist, dann muss auch Feuer sein. So, oben ist das Trigramm für Feuer, Li, unten für Wasser, Kan, also Feuer über Wasser. Lassen wir das Himmelsfeuer, was bei Deep Purple noch genannt wird, das wäre das Hexagramm 14, Dayo, der Besitz des Großen, für heute mal außer Acht und bleiben stattdessen einfach bei diesem Hexagramm. Feuer flackert ja immer nach oben und Wasser fließt nach unten. Wenn zur Verhütung eines Brandes das Wasser oberhalb der Häuserdächer gelagert wird, kann damit der Brand eines Daches gelöscht werden. Dieser Dachbrand ist aber nicht natürlich oder mit der Medizin gesprochen, er ist pathologisch oder krankhaft. Er erhitzt aber das Feuer im Herd als domestiziertes Feuer, den darüber liegenden Kessel mit Wasser, dann ist alles normal, also physiologisch. Man muss also unterscheiden, ob der normale oder ein Krankheitszustand gemeint ist, auch bei den Hexagrammen. Im Daoismus steht ja das kaiserliche Feuer des Herzens für Li, das Feuer. Denn der bewegende Yang-Muskel umschließt und pumpt das Blut des Yin, also mit dem Yin im Yang, wie das Hexagramm es zeigt. Umgekehrt steht das ministeriale Feuer der Niere für Kan, weil es das Feuer von Wasser umgeben ist, also das Yang im Yin. Das wäre also physiologisch passend also für einen normalen Menschen. Krankhaft dagegen ist es, wenn Yin oder Yang nicht mehr im Gleichgewicht sind und sich das Wasser unten staut, während es das Feuer. dort verlöscht und seine letzte Kraft sinnlos nach oben flieht und dabei vielleicht noch das Dach anzündet. Genau das passiert aber beim sogenannten Yin-Feuer oder auch Yin-Syndrom, wie Chen Qing'an, der Begründer der Feuerschule, es nannte. Das kaiserliche Feuer sollte ja nach unten die Befehle geben, damit dort in der Niere das ministeriale Feuer die Ausführung durchführt und sich der Kreislauf dadurch wieder schließt, dass das Nian-Yang nach oben das Milz-Yang befeuert und mit dem notwendigen Qi für die Verdauung sorgt, während das Fu-Organ Magen unter anderem auch das Ur-Yang, das Yuan-Yang, der Niere wieder mit Energie versorgt. Ist aber das Yang der Niere durch Yin-Pathogene wie Kälte, Nässe geschwächt, so wird unten das Yin durch physiologisches Wasser, was sowieso schon dort ist, und pathologische Nässe oder Kälte so übermächtig, dass es das Yang verdrängen kann. Das verdrängte ministeriale Feuer wird somit auch pathologisch und folgt dem natürlichen Weg, dem physikalischen Weg, allen Feuers nach oben. Oben ist also mit dem Feuer aus dem Kaiser und dem Minister zu viel Yang, wie im Hexagramm 64 auch dargestellt. Und unten ist das Wasser, was nicht mehr erhitzt wird. So, okay, dann gehe ich wieder. Also, tschüss, liebe Kinder, tschüss, tschüss, tschüss. Nein, nein, nein. Diese Palastrevolte, könnte man sagen, mit dem nunmehr doppelten Yang im Herz, erzeugt beim Betroffenen typische Symptome wie Schlafstörungen, Reizbarkeit, Unruhe, Hitzegefühle und unten vielleicht kalte Füße, weil dort die Wärme fehlt. Oft ist bei solchen Patienten gar kein Zungenbelag oder nur ein dünner, aber gelber Belag festzustellen. Während die Zunge rot ist, teils sogar mit roten Pickelchen und Punkten, die durch den Belag hindurchbrechen. Pulsdiagnose ergibt dann, wenn die Kälte unten sozusagen die Hölle zufrieren lässt,
und das Yin-Feuer den Palast anzündet, so ergeben sich widersprüchliche Pulse, die zugleich gespannt sind, Jin, also für Kälte, aber auch beschleunigt, Shuo, also beschleunigt, für Hitze. Wenn man jetzt oben die Hitze mit kalten Arzneien kühlt, friert unten alles zu. Und wenn man unten tonisierende, warme Arzneien verwendet, womöglich auch noch vorsichtshalber nur eine ganz, ganz kleine Dosis, die, wie schon Uyo Ke von den Wenbing-Leuten gesagt hat, eher nach außen und oben wirkt, während aber große Dosen nach unten und innen wirken. Wenn man das also macht und eine kleine Dosis dieser warmen Arzneien gibt, dann wird das Ganze noch schlimmer. Und das Yin-Feuer wird zum Drachen-Donnerfeuer. Und dann steigt es noch einen Stock höher in Richtung Yang, also in den Kopf. Der Drache steht übrigens symbolisch für das Nian-Yang, da dieser im Wasser des salzigen Meeres lebt. Aber als bewegliches, mächtiges Tier, das Yang per se personifiziert. Der Donner steht für das immer wieder gerne aszendierende Leber-Yang, dem yangigsten der Zhang-Organe, dem General der Leber, welches als Trittbrettfahrer des hochschießenden Drachens gerne mit nach oben fährt, um im Kopf Leberfeuer zu machen zum Beispiel. Aber wollen wir nicht den zweiten Schritt vor dem ersten machen. Auch wenn die Yin-Feuer-Theorie erst im zweiten Jahrtausend aufkam, so gab es diese Symptomatik schon viel früher. Bereits vor langer Zeit gab es eine Formel, die das zu viel des Yang aus dem Herzen wieder absteigen lässt und kühlt und zugleich das physiologische Wasser in der Niere wieder nährt und dem Drachen das Zuhause wieder gemütlich macht. Etwa im 3000 Jahre alten Tang Yejing von Yin und auch im darauf folgenden Fu Xingjue des taoistischen Arztes Tao Hongjing aus der Tang-Dynastie gab es eine alte Formel namens Xiaozhuquetang. Es gab auch große Formeln wie Dazhuquetang, aber diese Xiaozhuquetang, also kleines zinnoberroter Phönix-Dekokt, wurde im Rahmen der Ausmerzung taoistischer Termini zur Zeiten von Zhang Junjing und dem Shanghanlun leider gelöscht. Das heißt, man durfte diese taoistischen Namen nicht mehr verwenden. Aber Zhang Junjing hat halt natürlich all diese schönen Dekokte mit den Göttertiernamen in die profanen Namen ihrer Arzneien geändert und danach hieß sie einfach nur Jizi Huangliantang, wobei Jizi das Hühnerei ist und Huanglian, Koptis, die Wurzel. Später auch wurde sie zur Huanglian Ajiaotang und die Formel setzt sich wie folgt zusammen. Das im unteren Erwärmer trocknende Huanglian kühlt das Herzfeuer und zusammen mit dem auch nach oben kühlenden Huangqin sind es die beiden kühlen, bitteren Arzneien. Das Beischau wirkt ebenfalls sauer und das Leberqi nach unten zusammenziehend und kühlend. Zugleich das Yin-Blut nährend. Diese Kräuterarzneien werden im Dekokt bis auf etwa 2/3 an Flüssigkeit reduziert und dann anschließend werden die Ajiao-Platten darin aufgelöst und 2 Eidotter darin verrührt. Jizi steht halt hier für Hühnerei mangels Phönixeier, also musste das gewöhnliche Huhn herhalten. Der Dotter steht auch symbolisch für das Licht und die Yang-Linien im Trigramm Li, während das Ajiao für das Jing und die Yin-Linien im Trigramm Kan steht. Das Gelatinum Asini und der Dotter sind außerdem salzige, tierische Substanzen, welche Herzblut und Niere nähren sollen. Tierische Substanzen stehen dem Menschen näher als Pflanzen und wurden deshalb im Altertum auch verwendet, wenn die Tonisierung besonders stark sein sollte. Wie beispielsweise Lu Zhong oder Lu Jiao anstatt Du Zhong, also Cortex Eukomnia, zur Yang-Stärkung verwendet werden sollte. Wenn also die das Yin nährenden tierischen Arzneien das physiologische Wasser, Trigramm Kan, wieder stärken, damit sie das physiologische Mingmen-Feuer der Niere wieder harmonisieren, also der Drache sein Zuhause wieder genügend nass und einen hohen Wasserstandsspiegel vorfindet. Wenn dann das pathologische Feuer im Herz und oberen Erwärmer durch die kühlenden Arzneien im kaiserlichen Palast gelöscht wird und zugleich im unteren Erwärmer das Yin-Pathogen durch Trocknen vertrieben wird und schließlich drittens durch das
kühlende, nach unten leitende Beischau diese ganze Hitze wieder heruntergebracht und gekühlt wird, dann stimmt alles wieder, wie es soll. Yin und Yang im dynamischen Ausgleich. Ist also die Kombination von Wasser und Feuer, so wie beim Yin-Feuer, immer pathologisch? Nein. Wenn die Dynamik stimmt, also Feuer und Wasser sich ergänzen, wie Yin und Yang im Ausgleich, in der Harmonie, dann nein. Auch in der Alchemie der Nedan-Taoisten wird mit den Trigrammen Li oben und Kan unten das Ganze beschrieben. Allerdings ist es nur für Adepten und auch weitere Übende relevant. In der chinesischen Medizin jedenfalls erklären die Kommentare dazu, dass das Feuer unterhalb des Dantian das wahre Feuer ist. Also das Qi produziert. Alles Feuer, das den Dantian nach oben verlassen hat und weiter oben lodert, ist wildes Feuer und verbraucht das Qi. So, dass man es pathogenes Feuer nennen kann oder, wie es auch in den Klassikern gesagt wird, wildes Feuer futtert das Qi, sanftes Feuer füttert das Qi. Im Falle einer gesunden Qi-Bewegung darf also auch das Feuer über dem Wasser sein und damit auch der Rauch über dem Wasser. So viel ganz kurz eben zu der einen Formel Huangyan Ajiao Tang oder Xiao Zhu Qie Tang, wie sie ganz, ganz früher hieß, den Trigrammen Kan und Li und dem Hexagramm 64 vor der Vollendung. So viel für heute. Ich hoffe, es war nicht zu viel. Tschüss, Zaijian und auf Wiedersehen. Es folgen die Buchtipps. Achso, das ist in Chinesisch. Na gut, da hätte ich was. Das hier, das ist auf Taiwan, das ist in Chinesisch, aber auch in Englisch. Ne? Das ist schon besser. Und, aber mein ursprüngliches altes Buch ist das von John Blofield. Das ist das, ja, Blofield. Den habe ich als erstes benutzt. Man kann es nicht mehr so richtig sehen, aber ja, so sieht's aus. Ja, okay. Dann momentan wirklich sehr beliebt bei mir ist das hier, ja, von wie heißt der? Franus, okay. Dann hätten wir hier noch. Ganz früher habe ich noch gerne das Arbeitsbuch zum I Ching benutzt und dann natürlich von Govinda. Das ist auch sehr gut, ja. Ja, kennen vielleicht die meisten von euch. Ganz früh noch die Frau Wing, ja, die hat das sogar illustrieren lassen mit chinesischen Originalbüchern. Neu ist allerdings auch hier die Ausgrabung, die archäologischen. Das muss man auch gesehen haben. Ganz toll. Und die Kommentare zum I Ching von Konfuzius, der sogenannte Dajuan, nicht verkehrt. Auch mal bei Gelegenheit. Ja, dann haben wir natürlich hier noch von dem fantastischen Übersetzer Thomas Cleary, der ganz viele daoistische Texte übersetzt hat, hervorragend auf Englisch. Und ja, der uralte, aber immer noch aktuelle James Legge, ganz frühe Übersetzung vom Buch der Wandlungen. Und das hier ist wieder, oh ja, das ist auf Chinesisch, sorry, ich ja, halte es mal hin, das ist so in Baihua. Und natürlich der Klassiker, Richard Wilhelm, das erste, was es auf Deutsch gab, das I Ching von Richard Wilhelm. Und ja, dann gab es natürlich nochmal verschiedene Versionen davon, auch alle bei Diederichs Verlag erschienen. Also hier zum Beispiel, ja, das alte und das neue I Ching, das ist von Dominik Herzer. Kann ich auch sehr empfehlen, Sinologe, sehr nett. Auch die Monde, das I Ching, das ist auch noch so ein altes Buch, aber sehr interessant, viele. Dann das Mawangdui I Ching, einfach im Vergleich, muss man auch mal gesehen haben, wie das in der anderen Version war. Dann haben wir noch, ja, das Buch der Wandlung, das ist jetzt nur der Auszug von Cleary nochmal, aber auf Deutsch. Und dann ganz alt gab es noch dieses hier, das ist von Uppsala, von Offermann. Ja. Und hier ist noch Book of Changes von Lars Bo Christensen. Das ist wirklich mein Lieblingstext. Also wenn man das auf Englisch lesen will, hier nochmal für die Kamera. Super, super gut. Mag ich wirklich, hervorragend. So, dann haben wir noch natürlich wieder ein altes I Ching für Fortgeschritten von der Frau Huck. Diederichs, oh, habe ich gar nicht gezeigt. Da ist es, ne? Hefte, so rum, okay. Und Rediscovering the I Ching, interessant. Dieser Mr. Winecup, ja, also der sieht andere Versionen wie die, zum Beispiel hier von ganz da unten, die da, ja, die hat er auch zum Grunde genommen, von dem alten Gao. Und dann natürlich die Originalübersetzung von Zhu Xi,
dem vor 1000 Jahren lebenden Konfuzianer, der das also alles nochmal kommentiert hat, aber nicht daoistisch, sondern konfuzianisch. Dann haben wir noch, Moment, oh, das reicht nicht mal aus, muss man hier nochmal gucken, das ist Book of Traditional Medicine, das ist halb chinesisch, halb englisch. Dann haben wir hier nochmal, oh, das ist I Ching Zu, das ist auch nochmal leider auf chinesisch, aber wer will, kann ja das auch bekommen. Wir haben noch hier das zum Beispiel, Stefan Karcher, I Ching, Buch der Wandlungen, ja, geht auch. Und wer sich für Akupunktur interessiert, im Zusammenhang mit I Ching, da ist das hier nochmal spannend. So, und dann haben wir noch, ach ja, richtig, der Sohn von Richard Wilhelm, Helmut Wilhelm, was der nochmal dazu sagt zum Buch der Wandlungen, das sein Vater übersetzt hat, auch spannend. Auch Klaus Clausen, ganz schnell, so eine Einführung, kurz und praktisch, ja, zum Einsteigen nicht schlecht. Und dann haben wir noch das hier, das ist, was ist das? Ach, das Rad. Moment, Adria, die Schule des I Ching. Ja, so sieht das aus. Da, ja, hoppala. Sieht man es, ja, okay. So, ja, und schließlich, das benutze ich auch sehr, 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 sehr gerne. Das I Ching Buch der Wandlungen hier nochmal übersetzt. In der Reklambibliothek ist nicht mehr leicht zu kriegen, aber es ist auch nicht so verkehrt. Und dann habe ich natürlich hier noch ein bisschen was. Zumindest. Okay. Puh, ja, schön. Das war der Anhang.